Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No. She messed with the temperature. Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar, wie ihr wisst, gestern gab es ja die Bundestagswahl, beziehungsweise halt die Ergebnisse von der Bundestagswahl. Und ich wollte die euch ein bisschen präsentieren, weil ich finde es halt wichtig, dass auch jüngere Leute sich bei sowas mitbewirken und halt auch ein bisschen mitmachen und auch einen Plan davon haben am wenigsten. Und zwar, ich habe die Ergebnisse von meiner Fresse gerade. Und die werde ich euch jetzt vorlesen. Ihr seht wahrscheinlich auch im Hintergrund. Und zwar, ich habe vorläufige Ergebnisse und nicht die richtigen Ergebnisse. In wenigen Tagen erscheint das endgültige amtliche Ergebnis. Aber ich habe, wie gesagt, erst die vorläufigen. Die vorläufigen von der CSU, also die Ergebnisse, waren 33%. Also CSU, CDU, also von der Union. SPD waren 20,5%. AfD waren 12,6%, also fast 13%. Ist eigentlich echt gut für die AfD. FDP, wieso auch immer, 10,7. Linke, 9,2. Grüne, 8,9. Und sonstiges halt, also jede andere Partei, insgesamt 5,1. Also, ja, ich weiß nicht. Also, die Ergebnisse sind für mich recht gut ausgefallen, weil CDU, CSU hat jetzt satte 8% fast. Weniger als die letzten Jahren. Was eigentlich, finde ich, echt gut. Weil, ja, was soll die Scheiße, jedes Jahr wird die gleiche Partei gewählt, wow. Deutsche haben echt Abwechslung. Also, und dann sich beschweren, dass damals Hitler war, oder? Ja, ist doch so. Also, ich verstehe es nicht, irgendwann gerät ihr in die gleiche Scheiße wieder rein. Aber egal, das ist jetzt so einfach nur meine Meinung. Also, ich hätte die Piraten gewählt, nur so, ne? Ja, was ich noch dazu sagen kann, ich fand die Ergebnisse schon recht gut. Für das, dass die CSU, CDU schon wieder gewählt wurde. 33% Deutschland. 33% von Deutschland. Also 76% von ganz Deutschland ist halt wählen gegangen. Und 33% hat die CSU, CDU ausgewählt. What the fuck? Egal. Ja, ich kann ja auch nicht wirklich viel dazu sagen. Weil es halt sind Ergebnisse. Das kann man auch nicht ändern. Wir sind nicht Amerika. Der wollte ich irgendwie bringen, egal. Ja, ich kann halt jetzt noch ein bisschen was dazu sagen. Und zwar, da ja die CDU jetzt ja 33% hat, ist es ja nicht die Mehrheit beim Bundestag. Heißt, die müssen sich zwei Parteien dazu holen, stattdessen eine. Die müssen ja immer mehr als 50% sein. Und in dem Fall müssen sich die FDP und die... Moment. Und die Grünen holen. Damit sie über 50% sind. Was mich daran stört, sind die FDP und die Grünen. CDU, CSU ist ja ganz normal, die regieren seit Jahren. Das ist, ja, ist halt so, da kann man auch nicht wirklich was dagegen machen. Aber die Grünen und die FDP, ich weiß nicht. Also, da bin ich eher skeptisch. Aber das wird recht witzig. Und mal so nebenbei gesagt, die Regierung wird, ist einfach so, die wird erst im Januar oder Dezember halt, sagen wir mal, entschieden, weil die immer so lang brauchen. Heißt, wir haben bis Januar oder Dezember gar keine Regierung. Es wird immer bis dahin immer noch die Merkel bleiben, die Kanzlerin. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie halt, sagen wir mal, gewählt haben, wird jemand anders sein oder halt immer noch die Merkel, was ich sowieso schätze, dass sie bleibt. Also, die bleibt hundertprozentig drin. Aber ja, das war es jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Abonniert mich, damit ihr nichts mehr verpasst. Haut rein, Leute, und ciao!